Ich habe nur Angst, dass er gut geschlagen wird. Sie möchte nicht erkannt werden. Ihr Sohn Niklas ist der selbsternannte Anzeigenhauptmeister. Der 18-Jährige ist Deutschlands bekanntester Knötchenjäger. Das Fahrzeug hat keine Parkscheibe drin. Er parkt einen Meter im Taxenstand. Gesetz ist halt Gesetz. Dabei ist Niklas nicht ganz ohne sein eigenes Zutun ins Fadenkreuz von Leuten geraten, die gegenüber ihm inzwischen sogar Gewalt androhen oder gar Morddrohungen aussprechen. Jetzt spricht seine Mutter. Sie macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Er versteht's nicht, in welcher Gefahr er sich da befindet. Er wird erkannt, er wird gehasst, er wird getötet. Und das ist ihm scheißegal. Was ist passiert? Wenn Niklas M. seine Runde dreht, ist kein Falschparker vor ihm sicher. Deutschlandweit ist er bekannt als Knöllchenjäger. Das wäre in dem Fall so in etwa 2,15 Meter steht da drin. Hier ist in dem Fall jetzt die TÜV-Plakette abgelaufen, seit März 2022. Das bedeutet für diesen Fahrzeughalter jetzt 60 Euro und einen Punkt. Der sogenannte Anzeigenhauptmeister hat es dank Social Media zu gewisser Prominenz gebracht. Zahlreiche Witzposts, Memes und Collagen machen ihn zu einer Internetberühmtheit. Doch jetzt schlägt seine Mutter Alarm. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, weil ich habe es ihm nicht vorgelebt. Und das, was die Leute machen, mir das vorzuwerfen, dass ich versagt habe, das ist unter der Gürtellinie. Das Jugendamt hat einfach gesagt, nein, es ist kein Bedarf. Die haben alle die Türen zugemacht und gewartet, bis er 18 ist. Jetzt tauchen sogar Druckkommentare auf wie: Bist der Backpfeifen-Obermeister ihn rein zufällig erwischt? Oder: Schreib dich an, ich lass ihn verschwinden. Und Clips wie diese aus dem Zusammenhang gerissene Gewaltszene aus England, die nahelegen, Niklas gehöre verprügelt. Im Zug wurde er angeblich von einem Mann attackiert. Sein Handy wurde ihm abgenommen. Niklas' Mutter lebt inzwischen in Angst. Ich schlafe auf dem Fußboden im Flur mit einem Baseballschläger. Dann hört man es besser, wenn die Leute hochkommen sollten. Jetzt bittet sie das Bündnis Kinderschutz um Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl um Hilfe, denn Pakete, die sie oder ihr Sohn nicht bestellt haben, werden ihnen zugeschickt. Im Keller wurde angeblich eingebrochen und der Briefkasten wird mit Kot beschmiert. Dabei hat sich der 18-Jährige immer eingebildet, einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft zu übernehmen. Es könnte aber auch noch etwas anderes dahinter stecken, vermutet Psychotherapeut Florian Brett. Ich bin nicht so, dass er sich versteckt und das heimlich machen will, sondern alle sollen sehen, dass er das tut anscheinend. Bekommt dafür ja auch Aufmerksamkeit, auch wenn es negative ist, aber er bekommt die Aufmerksamkeit und hat sicherlich eine Genugtuung auch damit. Nach eigenen Angaben hat Niklas im vergangenen Jahr rund 4.000 Anzeigen deutschlandweit erstattet und 140.995 Euro erwirtschaftet. Eine Summe, die nicht nachvollziehbar ist. Die Arbeit des sogenannten Anzeigenhauptmeisters sieht der Bürgermeister seines Heimatortes inzwischen sehr kritisch. Der junge Mann hat sich so zum Hobby gemacht, die ganze Welt anzuschwärzen. Blutet mittlerweile sämtliche Behörden, nicht nur Ordnungsämter, sondern auch Polizei und andere Behörden mit Anzeigen und lähmt dadurch uns eigentlich bei der eigentlichen Arbeit. Ein 18-Jähriger, der mit Hilfe einer Petzer-App die Menschen gegen sich aufbringt und weitermachen will. Für Psychotherapeut Florian Brett gibt es nur eine Lösung. Man könnte dem jungen Mann eigentlich nur sagen, bitte begib dich mal in Behandlung und lass mal gucken, ob man dir irgendwie helfen kann. Niklas' Mutter ist skeptisch, ob er sich wirklich helfen lässt. Ich möchte meinem Sohn nicht schaden. Ich möchte ihm helfen. Aber das sieht er nicht ein. Noch hört Niklas nicht auf seine Mutter. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister will auf sein gefährliches Hobby nicht verzichten.